Hallo Leute, heute gibt's einen leckeren Drink für euch. Es gibt einen Espresso Martini und der ist so ein bisschen inspiriert von meinem Kollegen Jan bei Drinkable. Also wenn ihr mal wirklich sehen wollt, wie ein geiler Bartender, so ein echter, der das wirklich richtig gelernt hat, das Handwerk, richtig gute Drinks macht, dann guckt auf jeden Fall bei dem rein. Der Link zu dem Kanal und zu den Videos, den findet ihr auf jeden Fall in der Infobox. Und wir machen jetzt den Espresso Martini einfach selber. Ist so ein bisschen italienisch angehaucht, mindestens durch den Kaffee, durch den Namen. Ich garantiere euch, er wird euch schmecken. Es wird richtig gut. Was wir dafür brauchen, Leute, wir brauchen guten Kaffeelikör, wir brauchen natürlich einen Espresso. Wenn ihr das Glück habt, eine Siebträgermaschine zu besitzen, lucky you, dann nutzt auf jeden Fall den. Wir haben eine Mokka-Kanne genommen, das funktioniert genauso gut, hängt immer vom Kaffee ab natürlich, von der Qualität des Kaffees, wie gut es letztlich wird. Wir brauchen eine Wodka, wir brauchen Zuckersirup, ein bisschen Eis, ein schönes Glas und dann kann der Punk hier richtig losgehen. Als erstes nehmen wir uns so ein paar Eiswürfel, um unser Glas zu kühlen. Denn das muss nachher am Ende, bevor hier drin serviert wird, richtig kühl sein. Als zweites gehen wir jetzt daran, alle Zutaten, die wir brauchen, in diesen Becher zu katapultieren. Nein, natürlich ganz sanft einzugießen. Wir starten mit dem Wodka, 5 cl. Als nächstes seht ihr hier der Messbecher. Wahrscheinlich halt, also entweder seid ihr Profis, haltet ihn so oder ihr haltet ihn so. Tut euch nur einen Gefallen, ihr werdet jetzt einen heißen Espresso haben. Haltet ihn am besten dafür so, weil dieses Ding isoliert die Hitze nicht so gut, dass es nach außen nicht irgendwie abstrahlen würde. Das heißt, damit ihr euch nicht die Finger verbrennt, haltet ihr das Ding hier unten fest und füllt dann 3 cl von dem Kaffee ein. Und wir haben das Ding ohne Verbrennung überlebt. Als nächstes einen guten Kaffeelikör. Davon braucht ihr 2 cl. Das kommt als nächstes. So. Und es soll ja auch noch ein bisschen süß werden. Und wir wissen ja auch, Italiener trinken ja auch häufig eher so Zucker mit Espresso. Wir nehmen jetzt hier also auch noch 1 cl Zuckersirup. Zack, rein hier. Und was machen wir jetzt, Luigi? Weißt du es? Eis, ganz viel Eis. Wir füllen jetzt richtig mit ganz viel Eis auf. Nehmen wir den hier und rein da. Und jetzt wird's gestellt. Schüttelt einmal den ganzen Körper gut durch. Hat so ein bisschen was von Zumba wahrscheinlich. Was wir jetzt machen, ist, wir seihen das ganze Ding einmal hier intern ab, weil wir jetzt die Eiswürfel entfernen müssen. Entfernen die Eiswürfel. Füllen das Ganze wieder zurück und shaken noch mal so ein bisschen. Shakt euch also nicht einen Wolf, das sollte reichen. Könnt ihr so ein bisschen anhauen, dann kriegt ihr es auch relativ leicht wieder auf. Strainer schon mal dazu. Die Eiswürfel, die wir genutzt haben, um den hier zu kühlen, die kippen wir jetzt weg und wir seihen ab. Und als kleine Garnitur nehmen wir noch so ein paar kleine Kaffeeböhnchen und legen sie drauf. Und das ist der wundervolle Drink, der euch gut munden soll, aber sicherlich auch an dem einen oder anderen Abend aufgrund des Kaffees voranbringt. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo es bei uns früher Wodka E gab. Ihr habt hier was viel Besseres, aber es heißt ja auch Genussmittel. Ihr müsst ja nicht irgendwie auf Druck trinken, sondern genießen. Tut das mit dem Drink und ihr macht nichts falsch. Also Leute, ich werde es mir hier gleich ordentlich gönnen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und es gibt einen dicken Daumen nach oben, wirklich den dicksten, den ihr habt. Ihr abonniert hoffentlich auch unsere Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Salute, Chin Chin, nennt es wie ihr wollt. Aber macht euch auf jeden Fall diesen Drink. Bis zur nächsten Folge. Ciao.